Hallo und herzlich willkommen zurück zu God of War. Ja, in der letzten Folge haben wir uns ja wieder unseren Weg hier frei gekämpft durch den Berg und da kamen wieder so allerhand Gegner auf uns zu. Und ja, da das irgendwie Ende vom Ziel ist, habe ich mir gedacht, mache ich hier erstmal einen kleinen Cut. Man weiß ja nie, was dann passiert. Und oft kommen halt eben Bossgegner oder ähnliches. Jetzt habe ich auch noch gerade eine Wimper im Auge. Das trifft sich gerade überhaupt nicht gut. Ich habe übrigens wieder herausgefunden, wie ich blocken kann. Nämlich mit L1. Oh, Gegner sind auf jeden Fall da. Okay. Gehen wir mal vorsichtig rein. Gucken wir erstmal links, rechts. Weil ich hasse ja, nichts. Dieser Raum. Aber wie kommen wir rauf? Ich hasse nichts mehr, als wenn man immer wieder von hinten überrascht wird. Wie, ich hasse dich. Ich kann doch nichts dafür. Hallo, ich hab geblockt. Was war das gerade? Ich habe keine Ahnung, was ich gerade gemacht habe, aber ich hatte eine gute Tastenkombination offensichtlich. Kommt da noch was? Ah, da! Oh! Ja. Okay. Der Kleine macht, was er will. Auch nicht schlecht. Du sollst schießen, Junge. Schieß! Hallo? Warum schießt er nicht? Hast du dein Training vergessen? Oh, meinst du mich? Ja. Mir gefällt mein Ton nicht. Mir gefällt dein Ton nicht, nein. Das ist richtig. Wobei ich nicht weiß, ob er das jetzt gesagt hat, weil er war so leise. Moment, hier ist so eine Tür. Aha, aha, aha. Wo müssen wir denn hin? Da oben? Oh, Moment, Moment. Da ist noch was, was wir vorher noch nicht machen konnten. Ich weiß nicht, ob uns das irgendwas bringt, aber wir versuchen es mal eben. Ich hoffe, da kommt jetzt hier nichts. Dass da jetzt nicht diese komischen Viecher kommen. Nein, nein, nein. Falsche Taste. Okay. Ah, ich habe einen Becher gefunden. Frage ist jetzt, ne, müssen wir nicht erleuchten vorher? Sehr schön. Jetzt habe ich das Gefühl, ich habe die Wimper im Mund hängen. Das ist jetzt richtig scheiße. Moment, ich muss tatsächlich mal kurz einen Schluck trinken. Weil ich befürchte, dass ich sonst gleich... Was war das? Hilfe! Dass ich sonst gleich einen Hustenanfall bekomme oder so. Bin mir nicht sicher, ob das, was im Mund war, weg ist, aber da hinten kommt anscheinend nichts raus. Ich bin ja so ein bisschen vorsichtig jetzt gerade. Können wir das Ding hier öffnen? Wir hatten doch irgendeinen Trick mit diesen Steinen, dass wir solche Teile öffnen können. Verborgene Kammer. Achso, mit B einfach drücken, okay. Okay. Finden Sie den Bindepunkt und dann RT. Ich weiß nicht, was RT ist. R1 oder R2. Das finden wir gleich nochmal raus. Und hier ist es. Hier ist anscheinend 2. Nein. Na komm, find die anderen Stellen. Ich weiß auch nicht, ob das gewollt ist oder ob man eventuell auch nur eine Stelle finden kann. Na? Ah, perfekt. Fünf von sieben. Ich bin mir aber ehrlich gesagt nicht sicher, ob wir hier reingehen sollten. Da geht's runter. Verborgene Kammer. Hm.
Mal gucken, was da drin ist, ne? Würde ich sagen. Dieser Ort fühlt sich an wie ein Gefängnis. Das würde das große magische Schloss da draußen erklären. Ne? Es ist mehr als das. Ich habe so ein Gefühl, als würde hier unten etwas auf uns warten. Machst gern unheilvolle Bemerkungen. Was? Was wartet auf uns? Keine Ahnung. Etwas Mächtiges. Was immer du spürst, Junge. Wir werden damit fertig. Wir sind so weit gekommen, oder? Ja, Vater. Kommt jetzt ein Bossgegner oder was? Oder? Also ich würde ja gerne der Story folgen. Ich bin aber auch so ein bisschen... Was ist das hier? Geht nicht. Ob es Modi gelungen ist, die Verbindung zum Weltenbaum zu kappen, um uns hierher zu leiten? Da oben kann man rum, hier unten kann man rum. Eine Walküre. Gefangen. Sie hat es wirklich getan. Eine Walküre? Ich dachte, das sind nur Geister. Nehmt euch in Acht, Jungs. Eine echte Walküre. Einen schlimmeren Gegner kann man sich kaum vorstellen. Sie greift nicht an. Weiß sie, dass wir hier sind? Ja. Ich habe was von Walküren gehört. Die soll man wohl nicht machen, bevor man irgendwie Endlevel hat oder so. Also irgendwie so ein spezielles Level. Ich würde... Oh, da ist noch ein Chest. Ich würde normalerweise sagen, dass wir uns merken, wo das Ganze ist und dann später nochmal hier hingehen. Oh, da ist richtig Hacksilber hier. Mein lieber Scholli. Aber gut, dass wir hier reingekommen sind. Einmal schnell reinplündern und wieder raus. Mit ein bisschen Glück weiß die Walküre nicht, dass wir hier sind. Hier oben sind... Oh. Oh. Da bekommt das Wort Grabplünderung schon eine völlig andere Bedeutung. Wobei das vermutlich dann unser Grab wäre, wenn wir jetzt mit ihr kämpfen würden und nicht ihr Grab. Das nehmen wir noch mit. Ah, aber noch gut was gefunden. Können wir die auch direkt aufmachen? Ja. Ja, dann würde ich sagen, hat sich absolut gelohnt, hier mal einen Besuch abzustatten. Wir wollen dich nicht stören, liebe Walküre, und wir gehen dann wieder zurück. Ehrlich gesagt bin ich jetzt sehr froh. Ich meine, ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich würde es gerne mal ausprobieren, aber ich möchte natürlich auch mit der Hauptstory weiterkommen. Wir haben ja jederzeit die Möglichkeit, später nochmal hierhin zurückzukommen. Achso, der Kleine ist doch da, ich wollte gerade sagen. Ich habe irgendwo gehört oder gelesen, ich bin mir gerade nicht sicher, dass man, wie gesagt, Walküren nicht im Laufe der Story angreifen sollte, sondern erst ab einem gewissen Level. Ich habe auch keine Ahnung, welches Level wir eigentlich haben. Kann man das hier irgendwo sehen? Nö, ne? Irgendwie bei unseren Rüstungen Level 4. Ja, Stärke 70 stand da jetzt gerade drin. Ich habe irgendwas von 200 oder so im Kopf, aber ich glaube, das war eher Assassin's Creed. Also ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall sind die wohl sehr, sehr böse. Das hat uns der sprechende Kopf hier jetzt auch bestätigt. Ja, hier ging es zurück, ne? War doch richtig? Ja. Und, ja. Ich muss das jetzt nicht unbedingt ausprobieren. Was meinst du? Jetzt kamen wir hier durch die Tür? Anscheinend. Okay, wir mussten darum. Gehen wir nochmal hoch. Hier ist nichts. Wieso habe ich eine Taschenlampe irgendwie bei mir dran? Kann ich das mit meinen Klauen machen? Müssen wir gleich mal gucken. Ich gucke nur mal eben, ob wir hier vorne noch irgendwas kaputt machen können. Also kaputt machen können wir viel, aber ob wir da auch noch was bekommen, das ist die Frage. Ja, offenbar nicht. Hier wahrscheinlich auch nicht. Na gut, dann halt nicht. So, Kleiner, wir müssen weiter. Weiter zum Gipfel. Genau. Ja, ich weiß nicht, ob wir das vielleicht doch mal hätten versuchen sollen. Mit der Walküre, das juckt mir irgendwie so in den Fingern, aber... Du musst mich Dinge lernen.
Du beherzigst meine Lehren nicht. Ich habe alles getan, was du wolltest, und ich wollte nur die Wahrheit. Woher hast du die Feuerklingen? Wozu verstecken? Du sagst, Götter zu töten hat Konsequenzen. Hast du einen damit getötet? Wen hast du von Magni noch getötet? Wie viele? Hörst du mich? Ich höre dich. Und über diese Themen reden wir nicht. Bedränge mich nicht, Junge. Ist gut. Mimir, weißt du was? Ich weiß jetzt alles, was ich wissen muss. Ich muss nichts mehr dazulernen. Ah, gratuliere. Oh Gott, Gott, der Kleine hat wirklich gar nichts verstanden. Kommen wir hier nochmal irgendwann irgendwo an? Hallo? Ist das so gewollt, dass das endlos lang hier fährt? Ich darf auch die Pfeile irgendwie nicht wieder zurück auf den Standard setzen, also sprich auf die... Ah, jetzt wird's langsamer. Oh Mann! Holen wir sie uns! Warte! Du sollst ihn kaputt machen, ist das so schwer? Beim Blocken, was war das denn? Oh, den habe ich nicht gesehen. Wow, das ist eine geile Kombi. Ich habe keine Ahnung, welche Tasten ich hier gerade am Drücken bin, aber die sind richtig geil. Rechte Seite! Oh, komm, in dem Moment, wo ich zuhaue, muss dieses Mistvieh nicht daherkommen. Du sollst schießen. Mann. So, da hinten sind aber noch welche. Denke ich, dass die gleich kommen. Die Tunnel in den Wänden hier oben zeigen frische Drachenspuren. Den Drachen haben wir getötet. Ah, tatsächlich. Gut, erzählt mal. Sag mir jetzt bitte nicht, es gibt noch einen Drachen. Wir haben doch jetzt schon zwei getötet, oder? War da noch einer? Die mache ich mal lieber mit kaputt. Oh. Das war jetzt nicht meine Absicht, aber die können wir auch mal eben. Okay, hier unten, oben können wir sie anscheinend doch nicht mehr kaputt machen. So, Moment. Ich brauche die Klingen. Dafür und... Was ist das? Ach so, das ist so ein... okay. Da ist so ein Ding. Okay. Oh, ich hasse das. Moment. Da brauche ich die Klingen wieder für. Geh weg, Junge. So. Keine Ahnung, was ich jetzt hier aktiviert oder nicht aktiviert habe. Dich machen wir auch mal eben. So. Ich möchte jetzt hier nichts triggern, so wie sowas zum Beispiel. Ja, komm. Kleiner, es wäre schön, wenn du dahin schießen würdest, wo ich dir zeige, dass du schießen sollst. Geht es noch? Dann schieß mal eben dahin.
ist eine Kettenreaktion. Aber. Dann schieß mal dahin. Ja, okay. Was ist mit dem da oben? Müssen wir das auch anschießen? Das ist nur... Nee, das ist Silber, oder? Ah, perfekt. Okay, das sammeln wir natürlich ein. Aber ich dachte, das sollte jetzt irgendwie die Kettenreaktion. Vielleicht ist es auch nur, falls der hier runtergekommen wäre oder sowas. Keine Ahnung. Das geht nicht. Soll ich mal? Ah. Aber das war vermutlich auch nur, um den da eventuell, ja. Ich hoffe, es kommen jetzt nicht noch große Massen, die wir jetzt damit besiegen sollen. Hallo? Nein. Junge. Du sollst es aufnehmen. Oder er soll es aufnehmen, von mir aus. So, wo sie nie suchen würden, den Ort von der Schriftrolle finden. Anzeigen. Ja, zum Anzeigen des Tagebuchs nach oben gedrückt halten. Das war dann wohl nichts. Okay, dann gehen wir erstmal hier durch. Warum ist sie so bläulich hier? Bläulich rot. Okay. Komm, hier lang. Mhm. Hier sind Götter! Noch nicht. Oh, fuck. Oh, was war das? Oh. Der muss doch gegen irgendwas. Hallo? Da hinten ist was zum Explodieren. Der nimmt ja gar keinen Schaden. Der geht aber auch nicht dahin, wo er hingehen soll. Vergessen. Kannst du dich mal um den kümmern? Ich gehe dann schon mal weiter. Oh Gott. Ich meine, streng genommen muss ich hier durch, ne? Kommt der auch hier durch? Weil das Problem ist halt, dass der ja gar keinen Schaden genommen hat. Von mir aus. Lies. Jetzt. Kleiner. Ah, ein Becher. Nö, ich glaube, der kommt hier nicht durch. Das ist gut. Kleiner, sag mir doch mal... Ah, neue Wissensrolle gefunden. Okay, gut. Du zeigst mir das ja eh nicht an, also ist es ja nicht so schlimm. Wir lassen den Großen dann einfach mal stehen. Der war aber nichts zum Heilen, ne? Boah, ich habe so viel Leben verloren. Das ist nicht gut. Ich brauche dringend was zum Heilen. Aber dass der so gar keinen Schaden genommen hat. Ich meine, das ist so ein Frostding. Den muss ich doch eigentlich... Das hört sich irgendwie nach Zwerg an. Den muss ich doch eigentlich mit diesen... ich weiß gerade nicht, wie sie heißen, diese Flammenteile Schaden zufügen können. Legendäre Brustrüstungen. Armschienen verstärkt mit geschichtetem polierten Stahl. Unbekannte Herkunft. Gucken lass. Und dann einen Schluck auf, genau. Runen geht was runter. Die Abwehr geht höher. Abklingzeit geht auch sehr viel höher. Ja, die Frage ist, ich weiß gar nicht, ob ich die Runen überhaupt benutze. Das ist halt das Problem. Gut, gehen wir hier erstmal raus. Also so
Absichtlich habe ich sie zumindest noch nicht benutzt. Ach, da ist er! Gimli! Hallöchen! Dann lass ich mal alles stehen und liegen. Genau. Lass mal alles stehen und liegen. Ich bin ein Gott. Nein, ich bin nicht so assi wie der Kleine. So, Brustrüstung. Da kann ich aber nur das reinmachen, was ich gerade hatte, ne? Haben wir denn noch was anderes? Chaosklingen beispielsweise. Die können wir nochmal verbessern. Chaosflamme. Schaltet neue Chaosklingenfähigkeit zum Kauf frei. Ja, das ist auf jeden Fall was Gutes. Verbesserung. Neue Fähigkeiten jetzt im Menü. Moment, kann ich nochmal verbessern? Oh! Die Frage ist, kann ich... Nee, die kann ich nur mit der Frostflamme verbessern. Das heißt, ja, dass ich die dann nochmal verbessern, würde ich sagen. Ja, ist gut. Geh einfach raus. Zack. So, den Clownbogen. Den kann man nicht verbessern. Den auch nicht. Brustrüstung. Ah, nee, das war jetzt die Sache. Nee, das... Armrüstung. Oh, doch, die Armrüstung können wir. 1 und 3. Die können wir nochmal verbessern. Auf die Rüstung abschließen. Ein guter Rat. Okay, Hüftrüstung. Die können wir auch nochmal verbessern. Die anderen sind ja nichts. Nee. Kann ich aber nur. Fast so, als hätte man ein dickes Fell. Naja. Also ich krieg schon richtig massiv Schaden rein. Also dickes Fell kann man so nicht sagen. So, dafür braucht man noch Schuppenfragmente. Das können wir noch nicht machen. Talisman, das könnten wir machen. Gewährt einen. Oh, Moment. Zum Aktivieren L, B und B drücken gewährt einen Gesundheitsschub. Aber da macht das Glück weniger und die Abwehr weniger. Ist auch scheiße. Leviathan-Axt hatten wir auch nichts, ne? Doch, Moment, aber da hat man keine Ressourcen für. Das war's. Axt, leichte Runenangriffe. Kann ich eigentlich irgendwas verkaufen? Ja, ich könnte theoretisch die Sachen, die ich nicht brauche, verkaufen, oder? Habe ich jetzt noch gar nicht drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Aber das ist lila. Also das würde ich auf jeden Fall erstmal behalten. Aber Wolfshaut, Schulter, Schutz. Mann, schwieriges Wort. Das macht alles nur noch viel, viel schwächer. Ich kriege dann 4000 dafür. Ja, dann verkaufe ich das doch mal, würde ich sagen. Schön, dass meine teuren Werkzeuge von Nutzen sind. Was heißt das? Okay. Das macht es auf jeden Fall... Ach so, da oben stehen auch die Stufen, ne? Das ist Stufe 5. Wir sind jetzt auf Stufe 4,5, so wie es aussieht. Okay, dann... kaufen wir das auch. Das macht eigentlich auch... Ja, das ist auch Stufe 1. Okay, dann die Armrüstung. Das habe ich so noch nie gemacht, aber... Ich meine, die Sachen, die wirklich sehr, sehr schlecht sind, das ist ja auch Stufe 1, die können wir definitiv verkaufen. Ein Glück, dass ich über seltene, gefragte Fähigkeiten verfüge. Ja, genau. Hüftrüstung, okay, das ist jetzt 3 und 4. Behalten wir wow, erstmal. Er lässt sich von mir helfen. Genau. Nee, nee, macht er noch nicht. Auferstehungsstelle, ja gut, die Sachen hier, die bin ich mir jetzt nicht so sicher, ehrlich gesagt. Unentdeckte Gegenstände. Nee, die Sachen will ich nicht kaufen. So, zack. Für Zufriedenheit nein. Garantiere ich aber nicht. Nein, 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 nein. Ich wollte in mein Menü eigentlich gerade rein. So, Fähigkeiten. Wir haben... Oh, wir haben gut was freigeschaltet mittlerweile. Wir sind bei den Chaosklingen. Drücken Sie während des vorletzten leichten Kombo-Angriffs in eine schwere Attacke. Um einen. Nee, halten Sie RB gedrückt, um einen starken Angriff auszuführen, der alle Gegner in Kratos Nähe trifft. Das
Habe ich bestimmt öfter mal gedrückt, nehme ich mal. Keine Ahnung. Drücken Sie beim Sprinten RT, um in die Luft zu springen und einen starken Kettenschlag auszuführen. Ach, das war bestimmt, obwohl ich habe nicht gesprintet eben. Halten Sie beim Ausweichen L nach vorne und drücken Sie um einen Sprung. Ja, das könnte mir von Nutzen sein, weil ich schon mal diese Tasten drücke. Halten Sie beim Ausweichen L nach hinten und drücken Sie RB, um alle Gegner in einen großen... Ob ich das drücke, bin ich mir ehrlich gesagt noch nicht so sicher. Was ist mit dem hier oben gewesen? Ja, das schalten wir auch mal frei. Wir können auch hier nichts verbessern oder so, ne? Nee. Drücken Sie beim Sprinten. Was ist das hier? Halten Sie, nachdem Sie einen Gegner mit dem Speer des Chaos durchbohrt haben. Damit meint er anscheinend dieses, ja, Ranziehen, sage ich mal. RB gedrückt, um eine elementare Energie... Ja... Halten Sie RB gedrückt. Ich mache das ja mit oben. Das könnte mir eventuell von Nutzen sein. Ohne, dass ich an die Kombination denke. Erhöht das Ausmaß und den Schaden der Elementarwellenexplosion. Schleudert alle... Oh. Das ist sehr gut, weil man muss dabei auch nichts Zusätzliches drücken. Das ist immer gut. Erhöht die erhaltene Verbrennungsmenge bei jedem erfolgreichen Klingentreffer. Das ist auch sehr gut. Halten Sie beim Zielen RT, also unten gedrückt, um einen Brandschaden aufzuladen, der beim Auftreffen verursacht wird. Werde ich wahrscheinlich nicht nutzen. Ich nehme mal den. Ja, ja, ja. Jetzt sind beide nur 2000, ne? Ja. Gut. Ist halt so. Die anderen... Oh, da war doch noch was frei. Nee, Moment, das haben wir alles gekauft. Okay. Dann die Rüstung. Da ist das mit den Runen schlechter. Wir hatten doch eben irgendwas gekauft. Ich habe so verstanden, dass wir das dann selber nochmal hier reinmachen müssen. Oder müssen wir das hier immer vorbereiten, damit wir das kaufen können? Ich glaube, das war andersrum, ne? Glück der Gezeiten. Okay. Nö, gut. Okay. Dann... Da müssen wir dann gleich... Moment, von da sind wir doch gerade gekommen. Da müssen wir wieder hin zurück. Oh. Okay. Ja, dann würde ich aber trotzdem sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen, weil wir gehen nämlich jetzt so langsam, aber sicher schon auf die halbe Stunde zu. Und dass wir den Rest des Weges dann in der nächsten Folge hinter uns zurücklegen werden. Und so wie es aussieht, auch nochmal an diesen komischen Frosttypen vorbei müssen. Scheiße. Bis zur nächsten Folge. Ciao.